Herzlich willkommen bei S21 VDV. Wir stehen direkt auf dem Wullesteg oder zumindest kurz davor. Ein Blick noch Richtung Schlossgarten und dann schwenken wir rum Richtung neue Haltestelle Staatsgalerie. So richtig viel zu sehen ist nicht, weil so viele Schalungen da liegen. Aber das bedeutet natürlich auch, da geht es demnächst richtig los mit Betonieren, wenn alle Schalungen drin sind. Wir können nochmal drauf zoomen. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, rechts und links im Bild sehen wir die Treppenaufgänge. Und mittig im Bild wird dann dieses geschwungene, halb offene Dach entstehen. Und da sehen wir jetzt links die eine Kante davon. Und das läuft dann so hier rüber. Die Schalung ist vorbereitet und das Dach endet hier. Wie üblich bei dem Clip Stadtbahnhaltestelle schwenken wir rüber auf die Zulauftunnel. Hier auf der B14 sieht man an der Markierung, an der Fahrbahnhelligkeit, da ist ein Stück Beton drin. Drunter ist der Hohlraum, um die Zugangstunnel zu bauen. Und das ist auch ungefähr so der Winkel, wie es hier einschwenkt. Und wir sehen, es ist schon wieder eine Deckenplatte drin. In der nächsten wird gerade armiert. Dazwischen ist eine fertig und hat gerade eben das Material bekommen. Ich habe noch gesehen, wie der LKW wegfährt. Es ist ja hier Stahl in Hülle und Fülle. Diese senkrechten Armierungseisen mit dem gelben Schutzabschluss sind in die alte Deckenplatte der Tunnel, ich glaube, geklebt worden. Und somit hängt dann die alte Deckenplatte an der neuen dran. Hier kann man das sehr schön sehen. Dieser Abschnitt Deckenplatte ist links, ist komplett neu und rechts ist er auf die alte gegossen worden und entsprechend durch die Armierung befestigt. Ja, das ist der letzte Blick nach unten. Ganz links sehen wir die Seitenwand. Mittendrin ist eine Zwischenwand. Das ist diese hier. Entschuldigung, eieiei, hier zieht es wie Sau. Eine Kapuze drüber ziehen. Also, wieder zurück zum Thema. Also hier kann man auch schön sehen am Straßenbelag, an der Farbe, wie die Tunnel hier so rüberschwenken. Denn die alten Tunnel und die alte Haltestelle sind ja direkt unter der Straße. Und
die müssen alle weg, weil sie dem Bahnhofsdruck im Weg stehen. Die neue Haltestelle ist höher und drunter ist schon der fertige Bahnhofstunnelzugang gebaut worden. Also speziell Baufeld 22 ist das. Die Felder unter uns sind schon fertig. Da kann man die fertige Deckenplatte sehen. Das heißt, es sind nur noch diese beiden. Und hier ist ja schon mit der Armierung das Ganze sehr weit fortgeschritten. Das läuft da jetzt rein. Da schätze ich, Ende dieser, Anfang nächster Woche wird Beton fließen. Und dann fehlt nur noch dieses Teil hier. Ein Abschnitt ist geschalt, dann links braucht es noch Schalung und dann kann es hier auch abgeschlossen werden. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, bitte Daumen hoch und nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke zu drücken, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.